Wo hört eigentlich bei YouTube Prank-Videos, also dem beliebten Streichen, der Spaß auf? Und wo beginnt der Rechtsanwalt damit abzukassieren? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und das ist mal wieder ein Video aus unserer beliebten Serie Recht für YouTuber, die immer montags gesendet wird. Und heute wollen wir uns mal mit dem Thema Prank-Videos beschäftigen. Prank ist das englische Wort für Streich. Und diese Streiche sind auf YouTube besonders beliebt und besonders lustig. Lustig für alle anderen, nicht für denjenigen, auf dessen Kosten sich hier lustig gemacht wird. Und insofern habe ich mir überlegt, klären wir mal, wo sind Grenzen solcher Videos? Zunächst mal die oberste Regel. Ihr müsst euch im Prinzip keine Sorgen machen, wenn derjenige, über den ihr euch da lustig gemacht habt, einverstanden ist mit dem Witz und einverstanden damit ist, dass das Ganze gesendet wird. Das ist nicht immer so einfach. Optimal ist natürlich, dass ihr eine schriftliche Einverständniserklärung habt. Das ist gerade bei solchen Videos wichtig, weil man dann auch nachweisen kann, dass derjenige einverstanden war. Und diese Videos sind ja immer kritisch. Der könnte nachher der Meinung sein, jetzt habe ich keine Lust mehr darauf. Und wenn man eine Einverständniserklärung hat, dann kann man diese so einfach jedenfalls nicht mehr widerrufen. Wichtig ist immer, dass der Protagonist, also der Betroffene, über den man sich hier lustig macht, weiß, wo das Video gesendet wird. Habt ihr gerade kein Blatt und Papier in der Hand als YouTuber, dann könnt ihr auch Folgendes machen. Ihr könntet ihn nachher kurz interviewen oder aufmerksam machen, dass ihr einen Streich gemacht habt und dabei klar zum Ausdruck bringen, das sollte vor der Kamera auch deutlich sein, dass hier gerade ein Streich stattgefunden hat und dass ihr dieses Video auf YouTube zeigen wollt. Und optimalerweise fragt ihr ihn, ob er damit auch einverstanden ist. Wenn ihr das vor laufender Kamera habt, dann habt ihr mehr oder weniger ein Beweisvideo, mit dem ihr nachher beweisen könnt, ja, hier gab es eine Einwilligung. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass diese Einwilligung vorliegt. Heimliche Aufnahmen sind einfach verboten. Da gibt es auch keine Tricks und nichts führt dran vorbei. Wenn die Menschen zu erkennen und zu identifizieren sind, dann dürft ihr sie nicht heimlich filmen. Dann könnte man auf die Idee kommen, okay, dann verpixeln wir die Leute. Ja, das funktioniert. Es sei denn, die Menschen haben markante Frisuren, markante Klamotten an, anhand derer gute Freunde sie doch noch erkennen können. Dann wiederum führt kein Weg an der Einwilligung vorbei. Also bitteschön, wenn ihr sie verpixelt und unkenntlich macht, dann aber auch richtig. Denn sobald noch ein Erkennen für den erweiterten Bekanntenkreis möglich ist, ist keine echte Unkenntlichmachung der Menschen erfolgt. Ein weiteres Problem, was sich bei diesen Videos oftmals ergibt, ist, dass ihr euch auf fremde Grundstücke traut und dort einfach filmt, meinetwegen auch über Zäune klettert, um Leute meinetwegen am FKK-Strand vorzuführen. Das verletzt direkt verschiedenste Rechtsnormen, aber insbesondere ist das ein Hausfriedensbruch, wenn ihr hier einfach auf fremdes Gelände eindringt. Dann sind auch Videos vorstellbar, in denen ihr selbst womöglich nackig rumläuft und dann schaut, wie die Menschen darauf reagieren. Das wiederum könnte den Straftatbestand § 183a Strafgesetzbuch verwirklichen. Das ist nämlich die Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und auch da sollte man vorsichtig sein, weil da der ein oder andere möglicherweise pikiert sein könnte. Ihr seht also, dass es nicht in jeder Situation so ohne weiteres möglich ist, Menschen zu veräppeln, auf Grundstücke, in Häuser von Menschen einzudringen, da einfach zu filmen und dann diese lustigen Videos online zu stellen. Bestmögliche Lösung ist das Einverständnis. Wie ihr das einholt, habe ich euch gerade erklärt. Ich hoffe, das macht eure Prank-Videos wieder ein bisschen rechtssicherer. Falls ihr Fragen dazu habt, postet sie gerne hier unterhalb dieses Videos. Wir schauen ja jeden Montag, was ist wichtig für YouTuber in unserer Serie Recht für YouTuber und wollen da eure Fragen auch bestmöglich berücksichtigen. Einstweilen danke fürs Zuschauen, tschüss und bis morgen.